Ich möchte nach rechts. Okay, das sieht aus, als würde es hier jetzt einfach nur noch im Kreis gehen. Und dann in der Mitte ist wahrscheinlich jetzt dann der Endboss, oder wie? Naja, Leute, da heißt es halt wieder zusehen. Also, ich finde, die Kämpfe sind schon sehr langwierig. Aber naja. War halt früher so. So, endlich darf ich wieder, Leute. So, noch zwei Runden, Leute, dann haben wir es geschafft. Nur noch dieser eine. Wir haben 430 Erfahrungspunkte und 1722 Gold erhalten.
Da würde es tiefer gehen. Dann möchte ich jetzt mal da rein. Oh nein, nicht schon wieder. Ich glaube, ich war jetzt einfach Heal. So viel Schaden machen die gar nicht, als dass ich da jedes Mal Wizard Stuff machen müsste. Auch wenn es cool ist, wenn wir den mal benutzen und es funktioniert. Aber ich glaube, ich halte den Schaden einfach weg, dann sind die Kämpfe auch schneller vorbei. Ich meine, es sind 3x3 Gegner, also 9 Gegner. Und 9x einen solchen langen Effekt zu haben, oder selbst wenn wir vorher 3 töten, sind es immer noch 6x den Zaubereffekt. Das dauert schon lange. Warum treffe ich bei denen eigentlich nie kritisch? Oder seltener kritisch? Ist irgendwie blöd. Naja. Jetzt wird es kritisch. Wo ich ihn auch ohne Crit besiegt hätte. Naja. So, geschafft. 624 Erfahrungspunkte und 2499 Gold erhalten. Da sind viele Truhen. 2750 Gold erhalten und ein großer Hai. Und geschafft.
590 Erfahrungspunkte und 600 Gold erhalten. 7340 Gold erhalten. 9900 Gold erhalten. Ein Fallenfeld. Ich dachte es mir schon fast. Es sind zwei Haie. Der zweite soll auch mich angreifen. Ja, ich greife Pozakorn. Ausgerechnet den, der nicht voll ist mit dem Leben. ...1180 Erfahrungspunkte und 1200 Gold erhalten. Ich kann nicht doch mehr tragen. Hm. Wisst ihr was, ich sehe mal kurz nach, wie viel die Power Gauntlet wert ist. Wert 5000 Gold. Das heißt, wir würden nur 2500 kriegen. Ich werf sie weg. Eine Ribbon! Jetzt haben wir noch eine. Ich gebe sie Darius. Prozocker. Oder doch Darius? Nein, ich gebe sie Prozocker. Die sind ja genauso viel, so stark wie die Cap. Nur, dass sie zusätzlich eben noch diese Todesresistenz haben. Was ich sehr toll finde. Wir dürfen zuerst, juhu! Nein, es war nicht Todesresistenz, es war Todesresistenz bei der Pro-Ring. Es war Elementarresistenz, das heißt weniger Elementarschaden oder so. Und das finde ich pro Zocker mehr verdient. So, bei dir wollte ich heilen. Das weiß ich nicht, ich greife einfach den an. Dem Brotzocker, dem fehlen ja noch ganze 87 Lebenspunkte. Jetzt nur noch 70. ...692 Erfahrungspunkte und 1752 Gold erhalten. Ja, Darius erreicht Level 31, hat jetzt maximal 436 Lebenspunkte. Also 5 mehr. Stärke geht hoch. Agilität geht hoch. Intelligenz geht hoch. Glück geht hoch. Super. Das ist auch noch eine Truhe. Und ein Fallenfeld, vermute ich zumindest. Die sollen alle nur mich angreifen. Aber das sage ich ja so oft und sie tun es so selten.
Zumindest die Seetrolle waren jetzt sehr schnell weg. Das ist Darius erwischt. Prozocker ist fast tot. Ja. Aber ich glaube, nur ein Lobster kann noch angreifen und der ist eventuell tot. Dass die immer auf Prozocker gehen. Ich meine, Darius hatten sie heute auch schon weit unten, aber das war nur, weil einer mal kritisch getroffen hatte und irgendwie 200 Punkte Schaden verursacht hat. Aber Prozocker greifen sie ja dauernd an und haben sie wirklich nach und nach runtergehauen. Und geschafft. ...1384 Erfahrungspunkte und 3504 Gold erhalten. Eine Light Axe schon wieder? Ja, schon wieder. Die lassen wir, die geben wir mal Darius, dann kann der jetzt auch gegen Untote zaubern. Dann sind wir hier fertig, dann gehen wir jetzt die Treppe runter da oben. Bei drei Untoten, jeder greift einen an, da brauchen wir das nicht, die Lichtaxt. Da war es nur noch einer und der hat vielleicht sogar schon angegriffen. Und wieder geschafft. ...742 Erfahrungspunkte und 2970 Gold erhalten.